Hallo, heute bin ich wieder mit Walküre Elysium. Wir machen weiter bei Hildes Rache. Ich will das Seraphische Tor gerne anfangen beim Online-Stream diese Woche. Und ja, ich denke, dass wir da auch schon bald durch sind. Aber sie haben es einem nicht einfach gemacht mit Platin, weil man soll das Spiel komplett nochmal auf schwer durchspielen. Also das wird sicher eine Herausforderung werden. Ich bin jetzt in Galtbar. Schauen wir uns mal um. Wo wir hin müssen. Okay, da vorne ist eh schon ein Speicherstein. Also mit Hilde zu spielen ist etwas anders. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Nur. So, jetzt holen wir mal jemanden Eis. Dann machen wir Eis. Sie hat ja auch noch nicht so viele Fertigkeiten. Was? Rot, rot, rot. Ja. Klar. Nicht. Oh! Das war noch knapp. So, dafür. Kommen jetzt zwei von meinen Schafen hinein. Wow. Jetzt bist du sauer, glaube ich, gell? Das ist, wenn Hilde sauer ist. Wow. Also die kann auch sauer werden. Ihr seht es. Ja. Und wir nehmen auch gerne alle Kisten mit, weil wir brauchen so viel für die ganzen Fertigkeiten. Ich war jetzt gerade bei der Hilfe, genau, erhöht den maximalen Wert der Künsteleiste, das werden wir gleich freischalten. Und bei der Verteidigung lege fest, das ist auch nicht schlecht, aber mehr Zeit für den Abschluss technischer Aktionen, das werden wir auch gleich freischalten. So, okay, dann geht's weiter. Die Combo ist jetzt egal. Schau mal hier. Was brauchen wir für die Waffe? Da brauchen wir sowieso jetzt 1000 Juwele. Deswegen, die magischen bekommen wir auch durch das Zerschlagen von Kisten. Deshalb ist es bei Hilde echt wichtig, auch die Kisten wirklich mitzunehmen, die da einfach so rumliegen. Hier, diese hier. Weil wir haben ja eigentlich nicht sehr viel. Nicht einmal da liegt eine Kiste, also eine Truhe, sagen wir so. Da war da unten. Genau vor meiner Nase. Ein Banntrank. Ja, also da bekommen wir ja auch sehr, sehr viele Juwelen. Ich sage jetzt nicht, das ist schon der Endboss. Ich glaube schon. Und bevor wir zum Endboss gehen, schauen wir noch was, ob wir noch was verbessern können. Ich glaube nicht. Das war's jetzt. Ja, das war's. Das war's. Na, wir müssen so durchkommen. Und ich denke, das schaffen wir irgendwie. Ui, was ist denn das? Blitz? Was? Ich wollte gehen. Ich schwöre. Ja, jetzt bin ich gleich zurückgeworfen worden. Weg, weg. Blitz. Genau, und dann hin. Puh, der haut mich einfach weg, so. Ja, das ist der Riese, den wir eigentlich am Schluss erst begegnen. Dann kämpfen wir in der Luft etwas. Sogar meine Schattenbiene. Wir müssen ihn ja nur besiegen. Ja, wenn wir mal hinkommen zu dem. Eigentlich ist der eh sehr langsam, aber Hilde ist etwas langsamer.
schauen, dass wir in der Luft bleiben vielleicht. Ja, mal eine technische Verteidigung. Endlich. Die haben wir eh jetzt brauchen können, ja. So, wir holen mal den Schattendiener. Den brauchen wir. Ich bin eigentlich gesprungen. Kommt kein. Das wird knapp, ey. Durch, 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 durch. Ui, jetzt macht er das, okay. Dann machen wir einmal Blitz. Feuer. Einmal durch. Ja, ist klar, dass wir mit Hilde öfters zurückgestoßen werden. Wir brauchen unsere Schattenbühne. Ich habe eigentlich geblockt. Aber der kommt durch meinen Block durch. So, ein Schattendiener. Dass du mal abgelenkt bist. Hast du mich jetzt erwischt? Ja. Warte, ich muss mal kurz ins Menü. Ich brauche ein Elixier. Und gleich noch eins. Nehmen wir auch gleich ein Künstler-Elixier. Wir sind da eh voll. Ein Abwehrtrank. Ja, den haben wir extra bekommen jetzt. Ja. So, ihr sterbt alle etwas schnell. Einmal Blitz. Dann von hinten. Der macht ganz schönen Schaden. Und ich blocke eigentlich, aber das bringt mir nicht. So. Weg, weg, weg. Heil. So, die Kombo dürfen wir nicht verlieren. Sonst ist alles egal. So. Und jetzt Blitz. Jetzt liegt er. Komm, drauf, drauf, es geht. Geschafft. Oder? Sieht so aus. Oh mein Gott. Ihr seht ja, ich habe noch keine wirklich lange Lebensleiste. Geschafft ist geschafft. Aber dafür bekommen wir jetzt ein Ambrosia und können so die Lebensleiste etwas verlängern und genug Juwele. Schauen wir mal, in welches Gebiet es geht. Das nächste Mal. Also gar nicht so einfach mit Hilde, weil ich habe jetzt kurz mit meiner Walki, mit meiner Walküre gespielt, wo ich noch kein S hatte. Und ja, also mit ihr funktioniert alles viel schneller. Es ist auch die schwere Waffe, denke ich, bei Hilde. Und da ist auch, ui, da kommt schon der erste. Ich wollte noch gar nicht kämpfen, aber jetzt kämpfen wir den schnell noch. Und nicht von vorne, dass dich erwischen lassen. So, ich habe nur gedacht, welche Kunst. Ich habe gerade keine drinnen für dich. Dann verbrenne ich dich. So. Nochmal, besser nicht. So, jetzt irgendwelche. So, sterben da.
besser. Die Schattenkinder sind nämlich sehr stark. Also das ist schon ein Vorteil. Okay, ich würde sagen, wir hören hier auf. Es geht jetzt weiter durch Quere Romali. Wir waren ja schon in Romali. Jetzt geht es hier hinten weiter. Da ist eher ein Speicherstein, wie ich gerade gesehen. Ja, aber die Waffe kann ich nicht verbessern. Ich denke, es ist auch jetzt noch besser, die Fertigkeiten zu verbessern, damit ich stärker werde. Und auch, ja, die Lebensleiste, die Künsteleiste und alles. Also, das werden wir auch freischalten. Und was gibt es als letzter noch? Erhöht den maximalen Wert der Lebensleiste. Das ist wichtig. Und der Seelenleiste. Das werden wir als nächstes freischalten. Ja, okay. Das war's heute mit Valkyrie Elysium. Ein kurzes Video. Nächstes Mal gehen wir dieses Gebiet hier an. Und ich denke, dass es auch nicht mehr so viele werden werden. Also, oder schauen wir uns das Gebiet noch etwas an, wenn wir schon da sind. Wäre jetzt blöd, nach 10 Minuten aufzuhören. Dass etwas weitergeht. Ich schaue mich nur in Kisten um. Vielleicht liegt ja da oben eine. Ja. Endlich eine Kiste. Wir brauchen alle Elixiere. So. Die lassen wir. Die nehmen wir mit. Gibt es noch irgendwas hier? Ja, Monster wird es da jetzt genug geben, wenn wir jetzt runterspringen. Also hier oben sehe ich nichts mehr. Vielleicht habe ich eine Kiste übersehen. Könnte ja sein. Ah, da kommt schon hinter mir was. Okay, Eis. Schau, ich will rufen. Und werde in dem Moment natürlich schon zurückgeschlagen. Eis, ihr habt euer Eis. Ihr Feuergegner. Aber es gibt Feuergegner, die schauen ganz anders aus. Also die schauen lila aus und es gibt Feuergegner, die schauen rötlich aus. Sehr interessant, ja. So, wir müssen eigentlich nicht darauf, aber ich denke, das hat einen Grund, warum da Stufen sind. Da gibt es eine Truhe, hundertprozentig, genau. Ein Seelenelixier. Ja. Yep. Und Kisten. So. Das war's aber hier auch schon. Kommen wir nicht drüber. Ich schaue, dass ich nämlich etwas im Zahn zulege. Weil das seraphische Tor wartet auch noch. Bin gespannt mit, ob ich. Ich denke schon, dass ich das mit. Nicht mit Hilde spiele, sondern mit meiner Valkyrie. Und dann noch zweimal das Spiel durchspielen für Platin. Also, sie haben es einem nicht leicht gemacht, ja. In Horizon Forbidden West. Ja. Da ging es im ersten Durchlauf, wenn man alles gemacht hatte. Der zweite ist nur die zweite Platine, wenn man sie haben will. Ja, also es ist bei jedem Spiel unterschiedlich. So, haben wir hier alles mitgenommen, dann könnten wir ja weitergehen nach rechts. Da vorne sehe ich noch was. Genau da, geradeaus. Ja, ist ja klar, dass da jetzt was kommt. Machen wir mal Blitze. Die Seelenkette funktioniert jetzt auch, nur natürlich sind die Schatten wieder so stark.
Und wenn die schon drauf haben, die will mich hin teleportieren, dann funktioniert das nicht. Also mit der Seelenkette. Ah, man, jetzt funktionieren auch besser schon die technischen Verteidigungen. Weil wir jetzt mehr Zeit haben. Deswegen ist es so wichtig, diese Fertigkeit freizuschalten. Rot, da habt ihr. So, genau. So gehört es. Feuer haben wir eh noch. Nehmen wir nochmal Feuer. Rot, rot, rot. Wo ist mein Feuer? Ich brauche nicht Eis. Fliegen. Du hast ja Flügeln, für was hast du sie? Nochmal. Bevor die Combo dann endet, weil ich habe gesehen am Anfang, wenn man zu langsam ist, dann endet die Combo immer wieder. Das ist ja auch mies. So, da kommt noch einer. Jetzt habe ich wirklich nichts drinnen. Irgendwas. Immer gut. Blitz ist immer stark. Na, haben wir schon mal eine 200er Kombo? So, jetzt bin ich aber ganz durcheinander. Ich glaube, da waren wir in dieser Nische. Also von da sind wir gekommen. Da haben wir uns das geholt. Überall. Ja, also da oben. Dann da bei den Stufen sind wir gekommen und ich wollte nicht da, jetzt hänge ich da fest, na super, so. Ich wollte da ganz nach hinten in diese Nische schauen, da liegt aber auch eine Truhe auf dem Präsentierteller. Das ist aber, wenn wir weitergehen, könnte es sein, dass hinter uns dann versperrt wird. Also ich würde noch kurz darauf gehen, schauen wir uns mal kurz um. Das gibt sie nicht. Sieht so aus, als wäre da irgendwas und dann ist nichts. Hm. Interessant, interessant. Naja, okay, dann holen wir uns diese Truhe hier. Vielleicht ist da auch was drinnen. Nein. Eine Schriftrolle für die göttliche Kunst Feuersturm 3. Das ist natürlich nett. Das werden wir gleich ausrüsten. Weil die Feuerlanze ist nicht wirklich besonders. Der Feuersturm 3, der ist schon mächtig. Jetzt brauchen wir noch was Besseres für... Also der Hagelschuss ist auch nicht besonders. Ich würde da fast Grabesrand rein tun. Also der Hagelschuss... ja, da könnte man jetzt Grabesrand 2 reintun und bei der Walküre sicher was verbessern. Genau, ganz wichtig, die Lebensleiste. Und wir wollten noch die Seelenleiste verbessern. So, jetzt können wir aber mehr verbessern. Dann würde ich sagen... Nehmen wir. Nein, 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 nein. Ich wollte beim Angriff plus physischer Angriff. Und 1000 wollte ich mir aufheben, damit ich die Waffe verbessere. Wir kommen ja jetzt zum Speicherstein. Ich glaube 1000 brauche ich. Ich hoffe nicht, dass es mehr sind. Wir könnten eventuell. Schauen wir mal auf die Zeit.
Ja, wir könnten bei diesem Speicherstein eventuell. Es geht sich aus. Ich freue mich. Waffe auf Stufe 9 verbessert. Bewegung erlernt. In Phase 2 X-Richtungstaste plus Viereck. Also Richtungseingabe. Weil das ist ja die Phase 2. Das heißt, wenn man vorher schon eine Combo gemacht hat, dann X plus Dreieck. Ja, ich sag immer Learning by Doing. Aber hier kann man das immer nett üben. Also manchmal gehe ich schon hinein und übe über die neuen Kombos. Nur mit Hilde werden wir schon, denke ich, bald durch sein. Ich glaube nicht, dass wir noch zum nächsten. Also das ist noch ein halbes Gebiet. Und ja, wir könnten ein Stückchen noch vorwärts gehen und dann Schluss machen. Genau. Feuer. Jetzt haben wir den Feuersturm, den können wir gleich testen. Der ist nämlich top. Auch wenn sie mich hingeschmissen haben, während ich ihn ausgeführt habe. Rache. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ich weiß nicht, wo die Flumme ist. Ich sehe gar nichts. Ich blickte nur so durch die Gegend, aber da ist ja gar keiner mehr da. So schnell weiter. Was ist da? Stufen. Da können wir raufgehen. Vielleicht liegt ja was. Nein, und die Kombo ist beendet. Na, eh klar. Sonst noch da irgendwo was? Eine Nische oder so. Meistens liegt da drinnen was. Nein, hier. Hier haben sie echt gespart mit den Kisten. Aber ja, was soll's. Deswegen beeilen wir uns jetzt etwas. Ui. Das könnte schon ein Bossraum sein. Sieht so aus. Na dann schauen wir, was wir noch verbessern können. Bei der Verteidigung sind wir etwas hinterher. Das werden wir nachher freischalten. Ah, da haben wir nicht genügend Violettes. Aber dafür haben wir genügend Endmanöver Stufe 2. Oder Magieangriff. Das ist natürlich auch wichtig. Nehmen wir das. So. Ich hab's ja gewusst, da kommt ein Kampf. So. Ich brauche Feuer. Dinger. Nämlich Eisgegner. Und ich liebkose euch. Ich habe zwar keine Liebkosung, aber ich habe einen Feuersturm. Warum geht der jetzt nicht? Also der braucht mehr Punkte. Er braucht mehr Punkte. Jetzt kann ich ihn ausführen. So. Das ist der Feuersturm. Der war immer gut. Auch obwohl die Liebkosung auch nicht so schlecht ist. Aber die gab es ja nur bei Tiger. So. Warte, ich brauche einen Schattendiener. Ui, da kommt noch einer. Ich brauche einen anderen Schattendiener. Und diesen anderen, genau. Hat mich zurückgeworfen. Ja, da kann ich noch keine. Warte, ausweichen, ausweichen.
Hey, ich bin in die Luft gesprungen. Du bist böse. Ja, warte. Ich komme auch mit was Bösen. So, jetzt ist er gehemmt. Einer weg. Rot, rot, rot. Und da kommen die nächsten. Gleich durch. Was seid ihr eigentlich? Oder kann ich jeden rufen? So, euer Element habe ich leider nicht. Dann werden wir das Heilige machen. Diesen Angriff, genau. Den hole ich mal vom Himmel, ja. Feuer den Rauch an. Wird schon besser mit dir zu kämpfen. Also umso mehr Fertigkeiten, umso leichter geht es. Also die Sehenkette wie manchmal nicht so ganz. Aber im Springen funktioniert es top. Also im Sprung die Sehenkette verwenden, ist mir aufgefallen. So, durch. Nochmal. Genau. Und drauf, drauf, drauf. Gut ausgewichen. Zum Glück. Und hinten ist immer gut. Hinten drauf. So, war's das hier? Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, er speichert jetzt dann. Aber ich sehe keine Kiste oder irgendwas. Das gibt's ja nicht. Aber alleine durch die... Vielleicht da drinnen, na klar. Da war immer eine Kiste. Nein. Aber wir bekommen Juwele, wenn wir die ganz normalen Kisten hier zerstören. Also nehmen wir die auch mit. Sonst Truhen sehe ich keine. Es geht da drüben weiter. Ich schaue mich noch hier um. Ah, da hinten ist eine versteckt. Ich sag's ja, das kann es ja nicht sein. Und ich habe gesehen, es ist durchgestrichen. Also es ist wirklich ihre einzige Waffe. Und da haben wir was Nettes. Das nehmen wir mit und dann hören wir auf. Warte, ich bin gespannt, was da drinnen ist. Sicher eine... Nein, ein Künstlerambrosia. Das nehmen wir gleich. Brauchen wir eh ganz dringend. Haben wir einen Punkt mehr. Und ich denke, da geht es jetzt weiter, genau. Speichert er schon automatisch? Müsste er ja automatisches Speichern. Passt! Dann werden wir die andere Hälfte in der nächsten Folge angehen. Hatten wir heute gleich zu Beginn einen Bosskampf. Der lief zwar nicht so gut, aber es geht jetzt schon besser, langsam. Umso mehr Fertigkeiten, umso stärker wird Hilde. Also, ja, dauert halt auch etwas, sie aufzubauen. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß und bleibt gesund. Danke, tschüss.